So, herzlich willkommen. Ich bin hier mit Marc Friedrich, Bestsellerautor, Honorarberater und Wirtschaftsexperte. Halt mal dein aktuelles Buch hoch. Die größte Chance aller Zeiten. Wer das noch nicht gelesen hat, muss es lesen. Spiegel-Bestseller, ja. Wir reden heute mal über das Thema Flucht ins Ausland, ja. Welche Länder empfiehlt Marc Friedrich? Also du, ich bin ja jetzt in der Türkei, ja. Das war eine sehr emotionale Entscheidung. Wir fühlen uns hier sehr wohl. Und ich glaube, für jeden ist es ein bisschen anders. Aber du hast ja viele Kunden, ja, die du berätst, die auch ins Ausland gegangen sind oder planen zu gehen. Du hast selber einen Favoriten. Welche Länder würdest du empfehlen? Gut, also es gibt leider keine Schubladenlösung, weil es kommt Nee. natürlich erstens immer darauf an, wie tickt der Mensch, welche Sprache spricht er, in welchen Gefilden fühlt er sich wohl, ist er eher der Bergtyp, eher der Meertyp, eher der ländliche Typ, ne, Norden, Süden und so weiter, kommt er mit Hitze klar, mit Kälte und so fort. In welchem Wertekanon fühlt er sich zu Hause, in welcher Umgebung, in welcher Tradition und so weiter. Da gibt es tausend Punkte. Und in der Honorarberatung ist tatsächlich diese Exit-Strategie-Beratung auch ein Teil davon. Also normalerweise berate ich ja Privatpersonen, Unternehmen, Family Offices und so, um ihr Vermögen perfekt, optimal, strukturell aufzustellen für die kommende Zeit und auch antizyklisch. Und macht dann maßgeschneiderte Lösungen. Und das Gleiche geht natürlich auch für die Exit-Strategien. Wir sehen natürlich jetzt vor allem seit ein paar Monaten, dass immer mehr Kunden, fast jedes zweite Gespräch, kommt die Frage hoch, Exit-Strategie. Muss ich gehen, weil die Sozialisten kommen, weil Kommunismus eingeführt wird, Impfpflicht. Gibt es verschiedenste Gründe, warum Menschen gehen wollen oder auch ganze Unternehmen gehen wollen. Und dann muss man wirklich sozusagen kaskadenartig das herunterbrechen und gemeinsam evaluieren, wohin die Reise gehen kann. Es gibt Länder, die sind natürlich auf der einen Seite eher interessant, aber es ändert sich auch so verdammt schnell, weil du gerade auch gesagt hast, hey, Großbritannien. Also ich war zum Beispiel großer Fan von UK, weil die sind aus dem Euro ausgetreten, also nicht aus dem Euro, die waren im Euro nie drin, aber haben eine eigene souveräne Währung, haben nie bei diesem Währungsexperiment Euro mitgemacht, sind aus der EU ausgetreten, sind eine Insel und so weiter, liegen mir nahe, ich spreche die Sprache, also gibt viele Gründe dafür hinzugehen. Und jetzt wollte ich eigentlich im August hingehen, um mal zu gucken, was machst du da Immobilienmarkt, mich umzuschauen und dann kam der Freedom Day, ne? Alles wurde wieder aufgemacht, keine Maskenpflicht mehr, keine Maßregelungen mehr. Und im Freudentaumel dieser Nachricht kam dann Johnson raus und sagt, ach, übrigens, ab Ende September muss man geimpft sein. Es reicht nicht mehr negativ getestet zu sein. Man muss geimpft sein, um ins Restaurant zu gehen, ins Pub zu gehen oder zu Veranstaltungen zu gehen mit was ich wie vielen Leuten. Und da denke ich halt, holla die Waldfee, damit ist jetzt gerade England unten durchgefallen und es kann sich halt schnell ändern. Ne? Also man muss halt überlegen, ich finde gerade interessant, zum Beispiel Schweden. Die Schweden haben von Anfang an nicht bei diesem Wahnsinn mitgemacht. Die hatten keinen harten Lockdown, die haben die Wirtschaft offen gelassen, Kinder sind weiter in die Schule gegangen und siehe da, Schweden gibt es noch. Ja? Also, wenn man es auch nicht glauben mag, aber Schweden ist weder im Meer versunken, noch sind sie ausgerottet und alle gestorben. Die haben niedrigere Fallzahlen und Hospitalisierungen wie wir aktuell, auch weniger Tote, wenn man es hochrechnet. Und also Lockdowns funktionieren einfach nicht. Ne? Andere sagen irgendwie, ich gehe jetzt ins Land, ich gehe aufs Land. Ich gehe irgendwie Richtung Alpen oder ich gehe nach Portugal und so weiter. Aber dann kommt gleich der Lockdown. Also man muss wirklich gemeinsam eruieren im Gespräch, wohin die Reise geht. Ich sage als Tipp erstmal, wo fühlt ihr euch wohl? Das ist das Erste. Und dann die zweite Sache, sprecht ihr überhaupt die Sprache? Weil wir alle kennen diese Auswanderserien irgendwie aus dem Fernsehen, wo dann die gescheiterten Existenzen da unten nochmal scheitern, weil sie kein Wort Spanisch sprechen und die 38. Currybude aufmachen wollen, ne? Was tausend andere auch schon versucht haben. Und dann natürlich fühle ich mich dort wohl? Wie sind da die Maßnahmen? Was passiert da? Ist es eine Demokratie? Ist es eine Diktatur? Und so fort. Und wie gesagt, also Schweden ist gerade ganz interessant. Ich fand lange Großbritannien interessant, muss man jetzt natürlich beobachten. Gerade ganz heiß bei den Kunden ist Texas und Florida, weil die halt keine Maßnahmen haben. Also Texas hat nie mitgemacht bei Maskenwahn, also bei Masken schon, aber nicht beim Lockdown. Und Florida seit September 2020 nicht mehr und haben auch niedrigere Zahlen wie wir. Aber da sind natürlich jetzt die Immobilienpreise stark gestiegen, ist der Sonnenstaat, sind viele Rentner. Und generell sage ich immer, man sollte eigentlich die Exit-Strategie als allerletzte Möglichkeit sehen, weil man schwächt sich automatisch, weil hier hat man die Netzwerke, Freunde, Bekannte, Familie, hier kennt man sich aus, hier spricht man die Sprache, hier versteht man auch den Witz in der Sprache, in der Tonalität. Und deswegen sollte man erst wirklich ganz, ganz am Ende, wenn man keine Besserung sieht, das Land verlassen und woanders neu beginnen. Und oder halt so eine Hybrid Lösung machen, so wie du, einfach mal gucken, reinschnuppern und Ja, so, ein ganz zweites beides. Standbein haben, schon was Ja. mieten, kaufen etc. Und dann ist es auch gut. Aber wie gesagt, die Länder werden immer weniger, alle machen bei diesem Wahnsinn meiner Ansicht nach mit, der, wie gesagt, nicht mehr
zu beweisen ist, mit welchen Daten und Fakten man das sagt. Also es gibt die Zahlen einfach, die zeigen, dass halt nicht jetzt die Pandemie ist, von der man ausgegangen ist. Und das ist auch gut so, bin ich auch froh drüber. Aber jetzt könnte man doch mal die Freiheitsrechte wieder zurückgeben und das Ganze ein bisschen zurückschrauben, diesen Wahnsinn. Weil, wie gesagt, du, ich, die Kinder, wir werden nicht dran sterben und auch nicht schwer krank werden. Ja, ein Freund von mir hatte jetzt gerade die Delta-Variante. Der hatte so Kratzen im Hals, ihm war schwummrig, dann ist er Schnelltest, dann zum Arzt, PCR-Test, und da steht sogar drauf, er hat die Delta-Variante aus Indien, ja. Und der hatte jetzt 10 Tage lang Kopfschmerzen, Halsschmerzen, ein bisschen Husten, hatte natürlich einen guten Vitamin-D-Spiegel, hat sich relativ pflanzlich auch ernährt, ja. Und der darf seit gestern, darf er wieder raus. Ja, und ja, da denke ich mir auch so, eine Sommergrippe, ne? Das ist natürlich unterschiedlich, aber ich meine, alle reden sie davon und es ist so schlimm und alles. Und ich sehe sie nicht auf den Straßen liegen. Ne? Das ist aber so, behandelt wie bei der Zombie-Apokalypse. Ich bin ein riesiger Fan von Zombie-Serien und Filmen und so. Und da habe ich mir immer schon vorgestellt, ja, dann stehe ich mit der Pumpgun da und kämpfe um meine Familie. Aber hier sind keine. Zum Glück, Lars, zum Glück. Aber es ist tatsächlich so, da hast du vollkommen recht, die Zahlen geben es nicht her. Und jetzt hat ja die Politik sogar erkannt, ja, jetzt schauen wir lieber nicht mehr auf die Inzidenzen, weil Inzidenz heißt ja nicht gleich, dass du ansteckend bist, dass du krank bist und so weiter. Und dahingehend, wenn es immer so schön heißt, ja, symptomlos heißt für mich eigentlich gesund. Ne? Heute sind symptomlos Erkrankte. Heißt, ja, ich bin gesund. Ja, ich kann niemanden anstecken. Fakt ist einfach, dass die Inzidenz allein als Grundlage für die Maßnahmen, wie gesagt, jetzt sogar schon von der Politik angezweifelt werden, dass man eher, was ich schon lange sage und auch bei mir auf dem Kanal mit vielen Wissenschaftlern besprochen habe, die Hospitalisierungen sind wichtig. Ne? Und auch die Lüge mit dem Intensivbettenregister kam ja auch raus, ne? Dass es da finanzielle Anreize gab. Nie stand Deutschland vor dem Kollaps des Finanzsystems, ja, aber nie vor dem Kollaps des Sozialsystems und des Krankensystems, der Krankenhausbetten. Wir hatten Personalmangel und keinen Bettenmangel. Es war wieder unter falschen Ursachen irgendwie Panik geschürt. Und jetzt sind wir genau im gleichen Wahnsinn, genauso der PCR-Test. Der PCR-Test funktioniert einfach nicht so, wie er sollte. Und deswegen ist es hanebüchen, was hier gerade passiert. Und der vierte Lockdown, die vierte Welle wird kommen. Und das ist eine Frage der Zeit. Und die Politik hat keine andere Lösung als Lockdown, Lockdown, Lockdown. Man hat Gefallen daran gefunden, am Parlament vorbei zu regieren und einen starken Macker zu markieren. Und dass uns die Grundrechte entzogen werden, scheint anscheinend im schönen Deutschland niemand aufzuregen. Ich habe mich immer gefragt, wie das in den 30er Jahren mit Hitler passieren konnte. Jetzt weiß ich es. Ja, genau. Hatte ich auch zu meiner Frau gestern Abend gesagt. Es ist ganz klar, wie es früher gelaufen ist. Und genauso ist es jetzt. Und alle singen das gleiche Lied. Und es gibt vielleicht 1% oder 2% der Leute, die sich wehren würden, aber das ist halt zu wenig. Und dann fragt man dann im Nachhinein, wieso habt ihr da alle mitgemacht? Ja, weil alle im gleichen Flow waren, ja. Und im Gleichmarsch. Ja. Was ich nochmal sagen kann, so als Tipp für Leute, also wenn ihr euch im Ausland was kaufen wollt, guckt, ob ihr rechtssicher wirklich eine Immobilie kaufen könnt, ja, die euch dann wirklich auch gehört, ja. In der Türkei ist es zum Beispiel relativ gut. Wir stehen im Grundbuch drin als eigene Person, die Alexandra und ich. Uns gehört diese Wohnung, ja. Und es gibt ja auch Länder, da kann man das nicht, dann würde ich ja eher was mieten, ja. Und kriegt ihr dann relativ gut eine richtige Aufenthaltsgenehmigung. Wir haben jetzt eine Aufenthaltsgenehmigung für 2 Jahre für die ganze Familie. Die kann man dann immer wieder erneuern. Für diese Grundaufenthaltsgenehmigung braucht man halt ein paar Unterlagen, die muss man sich halt besorgen. Und dann hat man so eine Art Personalausweis auch hier. Das haben wir jetzt, können uns hier frei bewegen, können Verträge abschließen, kann mein Handyvertrag abschließen, mein Internet, kann ein Auto kaufen, kann eine Versicherung abschließen und so weiter und so fort. Also man hat dann die Rechte der Einwohner und das ist dann eine gute Basis. Ja, wenn ich jetzt mir überlege, wie schwierig das jetzt wäre in den USA teilweise, da eine Green Card, also außer man verdient wie wir Geld über das Internet oder hat viel Geld, aber das ist ja schwierig. Aber mit viel Geld kann man sich ja auch einkaufen in den USA, ne? Ja, du, ich habe jetzt gerade ganz passend zum Thema, also wirklich aufs Auge, von einem Freund aus Irland eine Nachricht bekommen. Und Irland war auch immer mein Favorit, dorthin auszuwandern. Ja. Hat gerade geschrieben, we've just been denied access to restaurants or any indoor dining signed into law today. Only vaccinated people are allowed to go into indoor restaurants from now on. Also ich übersetze es kurz. In Irland das gleiche Gesetz wie in England. Also die Iren machen den Engländern gerne immer alles nach. Das praktisch ab irgendwann, wenn das Gesetz in Kraft tritt, nur noch praktisch geimpfte Menschen in die Restaurants dürfen oder indoor. Ja, also
Was soll das? Also nochmal, ich lasse mich doch gegen eine Krankheit nicht impfen, wo ich 0,003% Wahrscheinlichkeit habe, dran zu versterben oder zu erkranken, wenn ich ein bisschen Grippesymptome habe. Und ich fasse es nicht. Ich fasse es echt nicht. Ich glaube, ich bin im falschen Film. Ich hoffe wirklich die ganze Zeit, dass irgendjemand mich aufwacht und sagt, es ist nur ein Albtraum im Lars, aber da bist du. Scheiße. Ja, das ähnliches Problem habe ich. Ich dachte, ich kann dann ganz easy hin und her fliegen die ganze Zeit. Meine Familie bleibt hier. Ich fliege da mal rüber, falls wir das Haus doch verkaufen wollen oder sowas. Dann fliege ich halt mal schnell rüber. Jetzt sind ja schon diese Diskussionen im Gange, dass wenn man nicht mehr gepiekst ist, man nicht überhaupt nicht mehr fliegen darf. Aber ich kann mich doch testen. Das ist denen aber dann irgendwann egal. Wollen sie nicht. Nee, es kommt, also Tests reichen nicht mehr, auch nicht in Irland, auch nicht in England, auch nicht in Frankreich, auch nicht in Griechenland. Die wollen die Impfpflicht durchführen, die wollen alle impfen. Ich weiß nicht, welche Intention, aber ich vermute nichts Gutes. Und es ist absurd. Es ist absurd. Wir sind im absoluten Endspiel. Ja. Mal gucken. Also wir hoffen mal, dass es kippt und dass das Ganze wie ein Kartenhaus zusammenfällt. Halten wir alle zusammen durch, ja. Ich werde euch jetzt hier nochmal Marks Kanal verlinken. Schaut mal bei Mark rein, der hat ganz tolle Videos zu allen möglichen Themen, vor allem auch, wie ihr euren Arsch rettet. Und woher das Virus tatsächlich kommt, ne? Weil die meisten denken, es kommt aus einer Fledermaussuppe und ich hatte jetzt den Wissenschaftler, der bewiesen hat, der sagt, hey, das Virus ist menschengemacht und kommt nicht aus einer Fledermaussuppe, sondern aus einem Labor in Wuhan. Unbedingt anschauen. Professor Dr. Roland Wiesendanger. Genau. Werde ich jetzt gleich hier mal verlinken am Ende. Schaut mal darüber und abonniert auch den Marc. Guckt euch das Video an und wir drücken die Daumen, dass wir da irgendwie zusammen durchkommen. Bleibt tapfer, bleibt gesund. Genau. Haltet zusammen. Lasst euch nicht spalten.